Hallo, ich bin der Emanuel Großmeister. Ich zeige euch heute meine Lego-Packung Lord of the Rings, der Turm von Orthanc, Teil 2. Wir wollen euch hier heute jetzt zeigen, was wir schon aufgebaut haben. Wir haben den Baumwart, einen Ork und einen Uruk-Hai, den Adler und ein Stückchen vom Turm schon für euch aufgebaut, dass ihr das alles sehen könnt. Und ja, wir werden dann weiterbauen. Hier ist der Baumwart, wie man sieht, wenn man einer aufgebaut ist. Und da ist der Ork. Und hier haben wir jetzt wieder weitergebaut im Turm. Da sieht man der Saruman. Jetzt sieht man das Ganze noch von hinten. Sieht man noch die Funktionen, was man bis jetzt machen kann. Das Licht vom Sauron. Hier haben wir jetzt ganz fertig gebaut, der Turm. Der Turm ist 21 cm breit und 73 cm hoch, der Turm. Da sieht man nochmal von innen den Turm. Da ist nochmal der Baumwart, der Gandalf und der Adler. So, jetzt zeigen wir euch hier nochmal alle Funktionen, was man in dem Turm machen kann. Saurons auch wieder. Genau, die Treppe. Von der Bibliothek hoch in die Waffenkammer. Ich finde, das ist ganz gut gemacht. Die Tür auch. Kann man auch aufmachen. Oben steht der Gandalf. Da ist noch Saruman, wie er rausguckt. Da ist der Baumwart mit dem Ork, der Ork will ihn den Baumwart umschmeißen. Da kommt jetzt noch am Schluss der Adler und wird jetzt wieder noch gerade gerettet.